ist kurz nach 5. Ich habe den 94er geladen. Er geht heute Morgen rüber nach Ramstein auf die Airbase. Und mein Fahrzeug will direkt ausbrennen. Morgen. Das Auto. So. We'll be right back.
so aus Richtung US, aus Richtung Baustelle US-Hospital geht, da vorne, wo das weiße Schild ist, rechter Hand, beginnt die Einfahrt. Wir sind quasi direkt gegenüber von der Einfahrt in diesem Waldstück. Da sind wir und reißen irgendein altes Gebäude ab. In dem Waldstück ist die Baustelle. Sorry und danke. Noch. Ja, ja, bei mir langt's drin. Ich sehe nur nicht, da ist irgendwas links leider was, oder rechts. Ich sehe aber nicht, was das ist. Irgendwelcher Dreck oder so. Ja, ich tue nochmal zurückstoßen, Ablick. Hab ich noch Luft hinten aus? Komm schon nicht mehr raus, da, oder? Doch, ich will jetzt andersrum einlenken bis hier. Am Rand stehen, oder? Gut. Furchtbar. Da vorne der Baum. Sieht immer gut aus. Oh, ich mach gerade ein paar Bäume um. Macht doch nichts. Soll ich gucken kommen da essen? Nee, der leid schon. Also. Sieht hin und links am Bauzaun aus? Ja, ja, Bauzaun lang, ganz ruhig weiter. Okay. Was noch Meter Platz bis an den Bauzaun. Okay. Ja, ich glaube, der Himmel. Steht da links noch ein Baum? Ich glaub nicht, dass ich da vorbeikomme. Ja, da stehen ein paar Bäume, aber ich sehe das nicht. Müsste ich ausbauen, muss man gerade warten. Müssen wir ein bisschen weiter nur links. Ja, das wird jetzt knapp, da ist noch ein Baum. Jetzt steht rechts wieder einer. Das langt so nicht, da ist mit dem Baum da links. Ja. Aber ich komme
wieder eine gemessen. Die Straße ist 3,60 Meter breit. Passt. Immer noch ein Stück. Desto. Ja. Hä? Ja. Durch den Wald. Egal. So, ich gehe abladen. So, mein Akku ist gleich leer. Ich hoffe, dass das noch klappt hier. Fahren nicht um mich. Ja, scheiß Ding. Quatsch, wie komm ich denn tot drauf? Es geht. Ja.
in dem Baum drin. Es kommt ja nichts, wieder die komische Hecke rüber. Kannst du alles weiter, das. Ich weiß ja nicht, warum man das nicht einfach mal wegschneiden kann hier. Das Auto durchlassen. Okay. Oh, jetzt wieder in meiner Halle. Ich baue jetzt wieder das Tiefbett zurück. Auf normale Breite. Häng den Dolly wieder ab. Gucke, vielleicht dampfe ich da noch kurz drüber. Und dann trocken aus, ne? Ah, da oben ist aber noch fett dran. Müsste viel öfters gefahren werden. Naja, wie gesagt, das mache ich jetzt schnell. Dazu mache ich diese Schrauben hier. Diese hier, die sind an jedem Brett sind die drin. Die mache ich raus. Diese Bretter schiebe ich rein und mache dann hier außen durch, mache ich diese Verschraubung wieder rein. Dauert eine gute Stunde. Auch keine schöne Arbeit.
da sind wir schon. Das mal an, wie es da aussieht. Ach ja, kurzes Update. Es ist mittlerweile 20 vor 5. Der Bagger war den ganzen Mittag defekt. Der läuft jetzt wieder. Sorry. Er hat jetzt noch eine Stunde zu baggern. Ja, dann können wir erst laden.
45 oder schon 48 haben wir es, kommen hier endlich raus. Wir kommen hier endlich raus. Ach, Alter, das hört wieder gar nicht mehr auf da. Kommt von unten wieder vor Harte. Stehen meine Achse hinten grad alle. Ja, sieht gut aus soweit. Keine Ahnung, was das ist wieder. Puppe war ist ein bisschen weit noch rechts gedreht. Ja. Jetzt tue ich ein bisschen beim Fahren, aber ja, langt für Helm. Genau. So, wie gesagt, den Bagger nehme ich jetzt mit nach Hause. Morgen früh und dann runter, sollte ja heute schon, machen wir morgen früh, geht der runter nach Düsselsheim.